Also mein bis jetzt schwierigstes Projekt beim Einstellen einer Maschine. Zeige euch jetzt kurz. Und zwar ein Freund von mir hat gemeint, ey Malbe, bitte stell mir den Liner ein. In einem anderen Video habe ich euch gezeigt, das ist ein 94er Iron Nitro Dial von Mickey Sharp, die Nummer 100. Und ich bin auch kurz über ein paar Probleme gestolpert beim ersten Mal auspacken und anschauen. Der Winkel von der Kontaktschraube im ersten Video, falls ihr das gesehen habt oder euch anschauen möchtet, war noch ca. 15 Uhr gestellt. Ja genau, der Abstand zwischen, ich weiß nicht wie weit man sowas jetzt erkennen kann, aber der Abstand zwischen der hinteren Spulenoberkanten und der Armature Bar war 0,65 mm, den habe ich inzwischen runtergeholt auf ein Zehntel, ja, beilang hier unterlegt und und den habe ich auch ersetzen müssen, weil das war nicht linear. Also von dem Punkt zu dem hier, also ich muss die vordere Keule hochsetzen und die hintere nachsetzen. Und das war jetzt das geringste Spiel, das ich geschafft habe, also ein Zehntel. Das habe ich euch erspart, weil das ist eine ewige Arbeit. Was habe ich noch gemacht? Sonst gar nichts. Ich habe nur die Federspannung, die bestehende, vermessen. Die ist unerträglich. Die ist bei 680, 85. Bei 4, 5, 6 Volt startet die Maschine gar nicht noch. Was mache ich prinzipiell, wenn ich eine Maschine einstelle? Also ich schaue mir die Federspannung an, das habe ich gemacht, die war viel zu hoch, und dann versuche ich einfach einmal die Austauschersatzteile, also hintere, vordere Feder tauschen, O-Ring tauschen. Das habe ich gemacht, ich habe inzwischen verschiedene Federn probiert, von ganz weich, also 16er, bin rauf, natürlich, wie man überall hört, bei einer 18er, bin drüber auf einer 22er, hat nicht funktioniert. Habe auch die gleichen Federn, wie sie drin waren, noch einmal einbaut. Das war auch viel zu hoch und viel zu stramm. Hab kleinere Federn probiert, auch nicht funktioniert, weil sie zu wenig Spannung gehabt haben. Ganze natürlich kombiniert mit verschiedenen vorderen Federn, mit verschiedenen Bars, und es war die 22er von Icon hinten nicht stark genug, No Name, zu stark. Das war eine Feder, die hat circa die gleiche Federspannung wie ein 22er Icon, auch zu schwach. Frontsprings alle zu schwach. Also mit einer zu schwachen Frontspring habe ich einfach dann nie ein richtig schönes Auf und Ab gehabt. Hat mir auch nicht gepasst. So, was habe ich gemacht? Die natürlich geht auch nicht tief zu lang. Ich bin hergegangen und habe meine eigene Feder gebastelt, indem ich eine Standardfeder, die gleichen Federspannwert wie ein 22er von Icon hat, und habe sie nachgefeilt. Also ein Stück hier und ein Stück hier und ein Stück hier und ein Stück hier. Und habe damit eine Federspannung von 475 Gramm
auf meiner Amateurbar zusammengebracht. Jetzt war das nächste Problem, jede Amateurbar, die ich gehabt habe, war zu lang oder zu schwer. Also, habe ich natürlich kann man jetzt keine Shader Amateur Bars nehmen. Die ganz normalen, die liegen dran zu groß, zu lang. High Lift, Short, Shader, geht auch nicht. High Lift, jawohl. Liner Bar, jawohl. Geht nicht, passt nicht. Die Winkel sind zu steil. Low Lift ist zu lang. Das gleiche Problem, das ich bei jeder Feder habe, habe ich bei jeder Armature Bar. Egal ob bei einer hinteren Feder oder bei einer vorderen Feder. Ich habe keine gefunden, die auf dem kleinen Originalrahmen von 1994 passt. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir selber eine gemacht. Ich habe mir als Vorlage die High Lift genommen vom Gewicht, ohne den Winkel. Habe den umgerechnet und habe mir selbst eine geschnitzt. Ich habe vorne ein bisschen mehr Gewicht, hinten ein bisschen, in der Mitte ein bisschen weniger. Habe da eine Ausnehmung gemacht. Unten mir einen Pumper rein, also ein Loch gebohrt, einen kleinen hitzeresistenten Silikontupfer, den mit einem Kraftband überzogen. Dann meine selbst geschnitzte oder modifizierte hintere Feder. Dasselbe habe ich hier gemacht. Das ist die Standardfeder 19 kurz von Icon. Die ist einfach zu lang. Sie ist länger und passt auch auf die heutigen Maschinen, aber nicht mehr auf den alten Rahmen. Und auch die wesentlich kürzere No-Name Spring war zu lang. Und deshalb habe ich mir die beiden Modelle hergenommen, verglichen. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann. Ja, kann man sehen. Ich habe da innen weiter ausgefräst. Dadurch bringe ich eine kürzere Feder zusammen und sogar etwas mehr Härte. Vielleicht könnte man das noch optimieren, aber ich kann es jetzt mitnehmen, was ich habe nicht. So, die vordere Feder oben drauf. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ich mache das immer so. So, ja, das könnte man vielleicht noch optimieren, die Feder ist ein bisschen weg. Ah ja, wie ich die Maschine übernommen habe, war der O-Ring drauf. Der O-Ring ist wahrscheinlich die Größe, gleiche Größe wie der hier, was nicht, schwarz auf schwarz ist. Nicht so der Kontrast-Highlight, aber das sind die gleich großen O-Ringe. O-Ringe können häufiger tauscht, wirklich häufig tauscht. Ich verwende immer zwei. Einen unten. Und einen zweiten oben, so wie man es eh kennt. Das ist jetzt mein Paar. Schauen wir uns das an. Ah ja, genau. Das ist das Original-Setup, so wie es war hier. Mit der Schraube und der Beilage. Und vielleicht ist das Einbildung, aber ich glaube, mit einem
größeren Stück Metall, das wirklich am Ansatz oder am Ende vom Seat-Deck, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, jetzt beginnt's, ne? Jetzt sieht man schön. So, lala. Auf jeden Fall, hier bringe ich mehr Druck auf die Feder und eben über die gesamte Fläche auch vom Seat-Deck. Das ist der Sinn. Mit der kürzeren Feder bringen wir wirklich einen Kontaktschraubenwinkel zusammen, wie er sie einfach für einen Liner gehört. Das sehen wir jetzt. Ja. Das ist wirklich ein schöner, steiler Winkel am Ende von der Feder. Das ist so, wie ich sie gern habe. So, das sollte funktionieren. So, und jetzt hier. Ich habe vorhin die Fixierung rausgenommen, die brauchen wir jetzt nicht zum Einstellen. Da habe ich gesagt, das ist ein falscher Bauteil. Da werden wir dann einen Kunststoff einnehmen. Und wir werden jetzt. Ah, jetzt sind wir schon bald am Ende von der Videozeit. Bad, bad, bad. Ich stelle jetzt einmal einfach nur so übers Auge ein. Schnapp mal Clipcard. Ich weiß nicht, wie ihr das macht und wovon ihr ausgeht, aber bei mir läuft es immer gleich. Ich versuche eine Federspannung von, keine Ahnung, bei einem Liner von 450, 475 Gramm am Nippel zu haben, also wirklich da vorne, wo die Nadel hängt. Und das ist der Ausgangspunkt und da bin ich jetzt, das ist ein bisschen zu wenig, 3 Volt. So, das sind jetzt 4 Volt. Ah, okay, da haben wir ein Problem. Das letzte Feintuning ist jetzt nur mehr der Widerstand, den man austauschen könnte oder kann. Ich weiß es nicht, welcher da drauf ist. Aber prinzipiell würde ich jetzt bei einem Liner einen 22 Nanofarad reingehen. Und so, den haben wir jetzt draußen. Probieren wir es noch einmal ohne am zweiten. Ah, okay. Okay. Da sind wir. Ein bisschen was kann ich. Wirklich leise für einen Liner. Wir sind jetzt bei 140 Hertz. Ja, ist ein bisschen schnell. Würde mich interessieren, wie ihr das macht. Bis bald.